Gott, Leute. This receiver just picked something up. What thingy? What now? I found a device that picks up frequencies. It's how I found the reports last night, and it's going off now. It just picked up a frequency? Yeah, what could it be? I don't know. You gotta find out. All right, I'm on my way now. You know what I just picked up? No. A fifth of Major Bueno tequila from the creek. Are you drunk? No! I am getting drunk! Oh nein, Deli will sich betrinken. Es wird zu viel für sie. Lass das, sage ich zu ihr. Don't do that! I know. Everything has gone to total shit, but you gotta live a little. You gotta lull, Hank. No, you're right, Dee. I can't think of any good reason why you wouldn't want your decision-making inhibited right now. My thinking is, I could stay up all night worried I'm gonna lose my job because of the side fire, or I could not worry and let the chips fall where they may. It's not like there's any proof we were down there. My thinking is, I'm gonna follow this wave receiver. Ooh, I like it when you think. Ay, ay, ay. I'll just leave you alone with whatever these thoughts are. Okay, also, das war der vorerst letzte Kontakt zu Deli. Die ist sich jetzt fröhlich am Betrinken. Oh mein Gott, das ist wirklich jetzt eine Sache, die entwickelt sich nicht gerade zum Guten. Aber ich habe es ja gesagt, ich habe es von vornherein gesagt, es ist keine gute Idee, in diese Forschungseinrichtung einzudringen. Das ist keine gute Sache gewesen. Jetzt haben wir noch mehr Probleme. Jetzt ist ein Feuer ausgebrochen. Keiner weiß warum. Wir werden wahrscheinlich verdächtigt. Ja, der Einzige, der hier noch klar denken kann, dass der Henry, also wir selbst, indem wir hier dem nachgehen wollen. Wir haben hier die ganzen Notizen uns vermerkt, wer vermisst wird und seit wann. Also schon erst ein bisschen Detektivarbeit. Wir haben hier die ganzen Nachrichten zwischen Don und Dave, den zwei ehemaligen Brandwächtern. Wir sammeln Informationen. Ich hoffe nicht, dass Henry auch hier auf die Idee kommt, mit Whisky zu trinken. Den tun wir mal woanders hin. Den stelle ich mal hier hin. Oder schmeißen wir da hin. Das brauchen wir jetzt wirklich nicht, dass wir auch noch hier uns betrinken. So, Foto mit Julia. Gucken wir uns mal an. Ist auch noch alles beim Alten. Also sie gibt uns Kraft und Halt. Und ich hoffe, dass wir sie auch bald wiedersehen und auch Kontakt zu ihr haben. So, was haben wir jetzt hier? Wellenempfänger, Ortungsgerät. E-Ring. Wieso hast du den E-Ring abgelegt? Henry, mach keinen Unsinn. So, den nehmen wir. Und aufsetzen. So, wir sind verheiratet und bleiben das auch. Oder verlobt. Eins von beiden. Also, hier Tasse. Tasse untersuchen. Ja, die Tasse ist nochmal die gleiche Tasse wie vor 77 Tagen. So, jetzt können wir aber hier Ordnungsgerät mal nehmen. Aber ist das wirklich das Ordnungsgerät? Das sieht eher aus wie so ein Peilsender. Nee, das lassen wir mal hier. So. Wir werden jetzt hier den Wellenempfänger uns nehmen und uns auf den Weg machen und dann mal schauen, wo uns das Signal hinführen wird. So. So, packen wir aus. Was mich nur so ein bisschen beunruhigt, ist die Tatsache, dass es recht laut piept. Und naja, das ist jetzt ein bisschen schwierig, wenn man irgendwie still und heimlich sich einem Ort nähern möchte. So, was haben wir hier? Okay, alles beim Alten. Ist da, ah ja, sogar auch der Kompass, also eine Kompass integriert in diesem Peilsender, nenne ich jetzt mal. Südost, Südwest. Wir sollen Richtung Südwest gehen. Südwest hingehen. Warte, wo führt das denn hin, Südwesten? Wir schauen mal kurz. Oh, ist das dunkel, Leute. Südwesten. Okay, das ist auch eher wieder in dem Bereich... diesem Denkmal, kann das sein? Zum Steinhaufen. So, komm, gehen wir da mal hin. Jetzt bin ich echt neugierig. Vielleicht ist da was vergraben oder so. In dieser Forschungseinrichtung haben sie ja auch Bodenproben anscheinend entnommen, indem sie dieses Raster erstellt haben auf dem Boden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ausschließlich zur Überwachung von Personen hier stationiert sind. Es ist ja auch eine Einrichtung, die halt von zwei verschiedenen Leuten, also Leuten von zwei verschiedenen Einrichtungen halt anscheinend finanziert wird und auch benutzt wird.
Hochschule und Regierungsausrüstung ist dort. So, wo müssen wir hin? Ah, ist das hier dieses Gebüsch, wo wir eben schon waren, wo man nichts gesehen hat? Oh Leute, das ist das, das ist genau dieses eine Gebüsch, was wir weggetan haben. Oder zerschlagen haben. Und da führt uns jetzt hier unser Gerät hin. Was ist das? Ein Rucksack. Der war früher noch nicht da gewesen. Seltsamer Rucksack. Oh Gott. Nein! Verdammt! Schnell weg hier. Was ist das? Boah, was ist hier los, Leute? Was war das? Untersuche den seltsamen Rucksack. Boah, Leute. Wo ist der Rucksack denn jetzt hin? Ach, da steht er. Eine Alarmanlage, das gibt's ja nicht. So, weg damit. Wobei ich da mir jetzt wieder nicht sicher bin, ob das richtig war. Denn jetzt haben wir noch mehr Einrichtungen zerstört. Oh, Leute, nein, was mache ich hier? Das kann alles gegen mich verwendet werden. Ich hätte es, glaube ich, nicht kaputt schlagen sollen, die Alarmanlage. Verdammt. So, was haben wir hier? Seltsamer Rucksack. Was ist da dran? Ein Schlüssel? 452. Ist das wieder von so einer Kiste? So. Dee, I found some sort of supply bag. Light camping gear, some clothes, you know, basics. But it was alarmed. I think that's what was making the receiver go haywire. You're okay? It's not a trap or anything? Yeah, I'm fine. But there's also a set of keys here. I don't know why they'd be hidden out here. They say Shoshone National Forest, Cave 452. Is that the one in the canyon? Yeah, it is. Who the hell took them? And what the hell is in that cave? Okay, let's just think. Says the woman with a half a bottle of tequila in her belly. Maybe they're panicking and we're preparing to beat it. The fire has them spooked and we have new walkie-talkies, so we have the upper hand. Yeah, well, it's hard to feel like you have the upper hand when you're standing in the dark in the middle of the woods. Oh. Well, you're back in your tower. Maybe you need a drink, too. I'm not in my tower. I am looking at a man standing in your lookout. And it's not you? It is not me. Oh my god, go. I'm going. Na, no, das gibt's doch nicht. Wer ist bei uns im Turm drin? Oh Gott, Leute. Es wird immer schlimmer. Also kehre zum Wachturm zurück. Wir rennen mal schnell zurück. Nicht, dass der irgendwie jetzt auch in Brand gesetzt wird. Und da haben wir den Turm. Warte kurz. Wir müssen uns langsam nähern. Aber da ist doch gar keiner drin, oder? Oder er steht im Dunkeln bei uns drin. Im Turm. Verdammt, Leute. Zumindest haben wir jetzt auch einen Schlüssel haben wir ja bekommen. Der ist für die Höhle. Ja, das wissen wir. Wir wissen auch, wo die Höhle ist. Boah, Leute, ich werde hier noch paranoid, ey. Ist da wirklich jemand bei uns im Turm drin? Oder ist das vielleicht Delia, die sich da einen Scherz draus erlaubt hat? Von ihrem kleinen Trip aus dem Bach. Mit ihrem Tequila sich jetzt hier hinbegeben hat. Was ich eigentlich ziemlich unlustig finden würde. Ist da jemand drin? Also durch die Planken sieht man keine Person. Nee. Hier ist niemand. I don't see anyone up here. She was just there. Oh mein Gott. Festgeklebter Walkman. Hier war jemand. Na wunderbar, sie haben uns aber abgehört. It's a tape of us talking down at the site. It sounds like it was recorded from somewhere nearby. Oh Jesus. Yeah, and
It sounds like we were the ones who burned it down and that it was your idea. No. We are screwed. No! Dee, just don't freak out, okay? Don't freak out. Oh my God, what the fuck is happening, Henry? Tag 78. To be okay. We haven't done anything wrong. Someone claiming to be Henry in Two Forks called a lookout in another sector early this morning and said that I knew what caused the Wapiti Meadow fire. So, I just got off the horn with that lookout who's wondering what I know, or that I'm an arsonist, or that I'm fucking losing it. Furthermore, I bet you don't have the only tape of us from last night, so someone has evidence to back it up. We need to find out what someone's been keeping in that cave. I'm going down there now. We don't have a lot of time left out here, and if we don't find some fucking answers, when they lift us out of here, it's gonna be in handcuffs. Oh Gott. Wir halten zusammen. Ist schon okay, sage ich lieber mal. It's fine. What was I going back to anyway? Henry, you're going back to whatever you choose. Come on, this is serious. I am serious. Look, we just tell the truth, and the chips will land where they land. Yeah, I suppose you're right. I know. Tja. Leute, wir stecken in einem richtigen Schlamassel. Keine Ahnung, was jetzt hier los ist. Ich weiß gar nicht, ob man sich hier überhaupt aus dem Turm rausbewegen sollte, da irgendwie alles nur schief geht. Aber wir haben, glaube ich, trotzdem die Aufgabe, uns jetzt hier zur Höhle zu begeben. Die kennen wir schon hier. Cave 452. Da haben wir den Schlüssel jetzt für bekommen. Die Frage, die ich mir halt nur einfach stelle, ist: A, ist das eine gute Idee? Und B, was finden wir da? Und zum anderen, was finden wir da, was uns vielleicht entlasten könnte? Man darf nicht vergessen, dass den Schlüssel, den wir gefunden haben, der wurde uns ja sozusagen bewusst hinterlassen. Das ist ja nicht so eine Sache gewesen, die haben wir jetzt einfach mal im Wald auf dem Boden liegen gesehen. Das war schon bewusst präpariert mit dem Rucksack und ich weiß ganz ehrlich gesagt nicht so, ob das das Gelbe vom Ei ist. Wenn wir jetzt bewusst uns zu einem Ort bewegen, wo uns die Leute haben wollen. Also ich habe keine Ahnung. Das ist nicht gut, was hier gerade passiert. Und wie schon auch erwähnt, bevor wir in die Forschungseinrichtung eingedrungen sind, egal was wir machen, es wird eigentlich immer schlimmer. Und wir versuchen ja eigentlich nur das Beste zu machen, aber umso mehr Zeit wieder investieren, um es besser zu machen, umso schlimmer wird eigentlich die Situation und auch in dem Fall für Delia, denn sie ist jetzt, ja, gehört zu den Hauptverdächtigen auch, den Brand gelegt zu haben. Mit dem Kommentar, dass sie alles niederbrennen will, ach meine Güte, da sieht man mal, was aus so kleinen Schnipseln entstehen kann. Solchen Wortfetzen und wenn man das halt richtig zusammenschneidet oder falsch, je nachdem wie man es halt sieht, dann kann das halt so rüberkommen, als wäre sie auch im Endeffekt für alles verantwortlich gewesen, für die Brandstiftung, jetzt nicht nur bei dem Forschungslabor, sondern auch hier allgemein, was hier so vorgefallen ist. Also das ist definitiv nicht gut. So, und was finden wir jetzt hier in der Höhle? Boah, ist... keine Ahnung. You didn't actually make that call, right? To the other lookout? It just stuck in my craw. I let myself imagine how fucked I would be if you'd been lying to me. But now that I asked, I kinda just wish I hadn't. Na, ich habe nichts gemeldet. Definitiv nicht. Ich würde sie ja nicht irgendwie verpfeifen. Für was sie eh nicht getan hat. Of course I didn't. No way. They're trying to pit us against each other. Yeah. Yeah, you're right. That's not gonna happen, though. Thanks, Henry. Ja, wie gesagt, das werden wir schon zusammen durchstehen. Die Frage ist halt nur wie, ne? Das ist nicht so ganz klar. So, warte mal kurz. Sind wir schon bei der Höhle? Ja. Wir sind jetzt gleich da. Das heißt, wir werden es eh gleich herausfinden, was sich da jetzt befindet. Oder wer sich da drin befindet.
So, okay, gehen wir mal runter. An der Stelle fällt mir auch auf, ich könnte ja auch mal ein paar Fotos machen. Ich habe ja auch noch meine Kamera. Oh, vielleicht hätte ich da viel mehr Fotos machen sollen. Um das auch zu dokumentieren, dass wir vielleicht unschuldig sind. Vielleicht hat ja auch die Kamera dann später auch eine ganz wichtige, also spielt eine wichtige Rolle. Verdammt, Mist. Egal, so, Schlüssel benutzen. So, was werden wir jetzt hier finden? What the hell? Was ist passiert? Haben wir eingesperrt? Jesus, this is a big cave. Tiefer, steiler Abhang. Ich finde einen Weg aus der Höhle. Ja, wunderbar. Ich bin gerade in die Höhle rein und jetzt soll ich wieder raus. Was haben wir denn hier? Okay, lose Felsen. Okay, verwenden wir mal die Axt. Okay, Lichtstrahlen haben wir noch. Durchzwingen. Geht immer tiefer runter in die Höhle. Was ist hier in der Höhle? Oh, das sieht nicht gut aus hier. Ist unglaublich weitläufig. It's freezing in here. Sehr kalt. Was tun wir hier? Also ich bin komplett gespannt, was es uns hier erwarten wird und wer uns erwarten wird. Warum hat man uns hier den Schlüssel gegeben und hinterlegt? Warum? Warum sollten wir ihn finden? Wofür? Und was passiert jetzt? Boah, ich bin sowas von angespannt gerade. Immer tiefer rein in die Höhle. Ah, ein Ausgang. Okay. Wo kommen wir denn hier raus? Können wir die Karte schon mal angucken? Warte mal kurz. Sehen wir, wo wir rauskommen? Ach, da, nirgendwo. Guckt euch das mal an. Sind ja schon erst ein Stückchen gegangen. Was ist denn hier? Das ist der Telefonmast. Kommen wir da raus? Und ein See? Ein Teich? Unser Peilgerät nächstes Mal schlägt auch nicht mehr aus. Okay. Wo sind wir hier angekommen? Hey, hey, are you there? Yeah, what is it? What did you find? Nothing yet, because someone tried to trap me in there. You saw someone? No, someone slammed the gate behind me and then ran away. I found another way out, but if I hadn't, Jesus! So you didn't find anything? No. There's a spot where someone had sunk an anchor, but the hardware's gone now. I don't have any climbing equipment. I just have my ropes. I'm gonna hike back to Two Forks and see if I can find anything that could double as an anchor to use in the spot. Well, that doesn't sound dangerous. Jetzt sollen wir wieder zurückkehren. Ja, wunderbar. Was ist denn hier? Okay, also das ist wohl ein bisschen buggy, die Stromleitung. Ihr seht es gerade hier, da fehlt ein Stückchen. Ich glaube, das ist eher nur ein Anzeigefehler. Die wurde nicht durchtrennt, die Leitung.